Eine spannende Saison für die Brucker Tennisherren ging am Wochenende mit dem alles entscheidenden Duell gegen den DSV Hartberg zu Ende. Knapp 150 Zuschauer verfolgten bei 34 Grad die spannenden Matches auf dem Center Court. Lukas Labic und Co. lieferten sich mit den favorisierten Hartbergern ein im wahrsten Sinne des Wortes heißes Duell auf Augenhöhe. Die ersten drei Partien standen allesamt auf Messerschneide, gingen jedoch nach mehr als 2,5 Stunden Spielzeit an die Gäste. Doch die Brucker ließen sich von diesem 0:3 nicht beeindrucken und zeigten einmal mehr ihr großes Kämpferherz. Und als Sebastian Ofner gegen den Slowaken Viktor Bruthans in einem hochklassigen Spiel mit 7:6 und 7:6 gewann, waren die Brucker mit 3:3 wieder zurück im Spiel. Und das mit einem guten Gefühl für die Doppelpaarungen. Ja, also das Gefühl ist sehr gut, weil jetzt haben wir 3:3 nach die Einzel. Und jetzt entscheiden die Doppel um die Meisterschaft. Ja, das Spiel steht wirklich auf das Messerschneide. 0:3 lagen wir hinten und jetzt haben wir mit wirklich drei tollen Erfolgen von Sebastian Ofner, Bernd Reisen und Andy Kopp den Ausgleich geschafft. Es steht 3:3 und es ist wieder alles offen und wir können den Landesmeistertitel vielleicht doch noch holen. Eine Sensation lag in der Luft, denn das Einser-Doppel, in dem Ofner und Hultei auf die Paarung Bruthans Bände trafen, verlief sehr spannend. Natürlich, im Doppel ist aber alles. Das wissen wir. Drei Doppel zu gewinnen ist sehr schwer, aber aufgrund der Champions Tiebreak-Regel glaube ich, dass wir es drinnen haben. Und ich sage, jetzt gibt es nur eins Vollgas und dann werden wir versuchen, hier vielleicht auch noch die Sensation zu schaffen und 6:3 zu gewinnen. Am Ende setzten sich aber die Hartberger Top-Legionäre durch und holten den vierten Punkt, der den Oststeirern zum Landesmeistertitel reichte. Am Ende verpasste Bruck den Titel um einen halben Punkt, da half auch das bessere Satz- und Game-Verhältnis nichts. Trotzdem konnte man an diesem Tag einen Aufstieg feiern. Ja, wir sind sehr stolz, dass wir jetzt auch mit der zweiten Herrenmannschaft von der ersten Klasse in die Landesliga aufgestiegen sind. Das heißt, nächstes Jahr haben wir auf alle Fälle eine Mannschaft in der Landesliga A und die zweite in der Landesliga B. Ich glaube, da gibt es nur ganz wenige Vereine, die das in der Steiermark haben. Und da sind wir sehr stolz, dass wir heute im Finale Kindberg mit 9:0 besiegt haben. Schade, dass es für die erste Mannschaft knapp nicht gereicht hat. Aber trotzdem, herzliche Gratulation vom Verfasser dieses Beitrages. Ihr wart einfach toll.